Freunde, was glaubt, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe die Berge überquert, bin gekommen nach Bozen, um ein ganz einfaches Rezept zu machen, und zwar ein Risotto. Da trauen sich viele nicht dran, aber ich zeige euch heute, dass es ein unglaublich leckeres Rezept ist, was ganz einfach geht. Kommt mit! Herbert! Leute, ich suche Herbert, aber ich finde ihn nicht. Wo ist Herbert? Hier bist du. Ja. Ich habe dich überall gesucht. Ich war in der Stadt, hier, dort. Sag mir doch. Ja, ich bin hier schon seit 50 Jahren. So muss das sein. Ja. So, ganz wichtig für Risotto. Wir kochen heute ein Risotto. Und wir werden jetzt ein Gemüsefond aufstellen. Das ist ganz wichtig, Gemüsefond. Man kann jetzt nicht einen Suppenwürfel nehmen. Gell? Wohin? Hierher, zu mir. Zu dir? Ja. Das ist gut so. Ja. Ah, so kommt es direkt rein. Ja, Knoblauch habe ich reingegeben, gebe ich noch ein bisschen Karotte rein. Was denkst du, warum sich viele nicht an Risotto trauen quasi? Ja, das ist eigentlich, ich denke, das ist eine Kopfsache. So, dann beginnen wir jetzt mit dem Spinat. Das könntest jetzt du machen. Gehst du her, nimmst die Zwiebel und dann schneidest du so rein. So, schau, zack, 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 okay? So rein. Ja, jetzt geht's schon gut. Und jetzt rüber. Boah, aber ich fange ja direkt zu weinen. Wie kriegst du das hin, ohne zu weinen? Nein, weil du wenig Zwiebel schneidest. Die schneiden wir jeden Tag mindestens 1 Kilo, 2 Kilo. Okay, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Jetzt gehst du her und dann schneidest du so schön. Ja? So, das Messer. So. Okay. So. So, wir gehen jetzt einmal daher. Gehen wir jetzt ein bisschen Olivenöl. Gell? Das ist wahrscheinlich auch wichtig, gut Olivenöl, ne? Ja, gutes also Olivenöl ist bei Gemüse sowieso sehr gut, das ist natürlich. Aber soll ich alle drei gleichzeitig? Ja, das ist alles gleichzeitig. Multitasking, sagen sie dann. Mama mia. In Englisch sagen sie Multitasking. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Spinat. Okay? Okay. Rühr schnell um, bitte. Und dann wirfst du auch ein bisschen Gemüse vor. Ohne Gemüse, bitte. Okay. Wirfst du dann rein, gell? Okay? Ein bisschen warten oder gleich? Nein, das kannst du schon machen. Ein bisschen Sahne her. Hast du Gemüse reingehört? Ja, hab ich. Noch ein bisschen. Ja. Okay, nehmen wir keine Sahne und dann machen wir jetzt den Lauch, gell? So. Was hältst du davon? Gut, Hauptsache, alles gut. Hauptsache Salz drin. Ja. Na. Das Maß ist auch relativ einfach, ne? Man nimmt eine Hand, das ist eine Portion. Weißt du, so eine große Hand hat wie ich? Durch diese Bewegung hat der Mensch die Kelle, den Schöpfer erfunden. Ach, krass. Durch diese Art hat er den Schöpfer erfunden. Das wusste ich nicht. Ja, junger Mann, 50 Jahre kochen. Cool, ey. So, wir geben ganz gleich ein bisschen Salz rein. Nicht zu viel. Gell? So, jetzt musst du das schön umrühren. Dir wird vielleicht etwas aufgefallen sein, dass ich jetzt keine Zwiebel genommen habe. Ich wollte gerade sagen, meine Mutter nimmt Zwiebeln. Ja, ich brauche nicht. Ich brauche nicht noch zusätzliche Süße. Oh. Zwiebeln hat eine süße Komponente. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Gell? Machst du immer die Gemüsebrühe immer frisch, ne? Ja, immer frisch, jeden Tag. Heute bist du da, heute habe ich die Karotte ganz reingeworfen. Und sonst mache ich nur die Schalen rein. Ah, okay. Immer wenn Greta kommt, zieht sie die Schalen. Mehr? Ja. Jetzt nehmen wir den Wecker her und jetzt stellen wir da 12 Minuten ein. Ah, okay. Und dann wird das saus und dann geht's los. So, Freunde, wir haben jetzt alles hier zusammengemixt. Einmal Spinat, Tomaten, Lauch und gelbe Paprika. Und was machen wir jetzt? Jetzt geben wir ein bisschen Butter rein. Da darf man nicht sparen beim Butter, gell? Okay. Man darf nicht an die Diät denken. So ein Kochlöffel. Und jetzt rühren wir. Da muss wieder schön, ja, bis das alles eingebunden ist. Und dann werde ich dir was zeigen. Aber ist der Herd noch an? Ja, logisch. Ja. Wichtig ist dabei kalte Butter. Kalte Butter, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. So, siehst du? Und das muss man jetzt so machen. Er muss eine Welle schlagen. Risotto a Londra in Italiano. Ah, okay. Das ist italienischer Risotto. Okay. Das Rest kannst du vergessen. So, Stefano, jetzt geben wir den Reis. Hast du gesehen, wie das geht? Ja. So, und jetzt gehen wir her und machen dann alles nur so kleine Tüpfchen drauf. Weiß, grün,
Jetzt sehen wir rot. Ja. Dann weißt du, in welchem Land wir sind, oder? Risotto ist ja. Dann machen wir ein bisschen Spinat. Das ist richtig Kunstwerk. Die italienische Küche ist ja im Grunde genommen eine einfache Küche. Und der wahre Luxus der Zukunft ist die Einfachheit. Die italienische Küche ist schon sehr beliebt und ist auch sehr bekömmlich. So, Stefano, jetzt darfst du probieren. Jetzt darf ich vom Meister probieren. Bitte schön. Guten Appetit, buon appetito. Proviamo. Freunde, es ist unglaublich lecker. Ganz einfach nachzumachen und mit viel Liebe gemacht. Guten Appetit. Buon appetito. Und ganz einfach nachzumachen, Freunde, wirklich. Easy. Okay.